Schönes Haus, oder? Herdbesuche am Osterdeich, gleich gegenüber vom Weserstadion. Wolfgang Pade hat Verstärkung mitgebracht. Tochter Robin will dem Papa beim Kochen helfen. Guten Tag. Guten Tag. Nichts ist passiert. Guten Tag. Haben Sie schon Pläne fürs Abendessen? Nein, haben wir noch nicht. Wir haben nämlich den Spitzenkoch dabei. Nein, das gibt's ja nicht. Wolfgang Pade, mit Verstärkung. Ja, komm so mal rein. Ah. Heino Oppermann, der Ehemann. Moin. Moin. Familie Oppermann wollte grillen, ist entsprechend ausgestattet. Erwartet die Tochter und einen Freund. Ina Oppermann arbeitet bei der Post am Schalter. Tochter Christine stellt zu. Und der Papa disponiert Postpersonal. Und da helfen wir ihrer Mutter ein bisschen dabei. Ah, okay. Was isst du denn am liebsten? Mamis Apfelpfannkuchen. Die sind immer lecker gewesen. Besser als die vom Papa? Es sind welche drin. Ich kann, glaube ich, gar keine Pfanne. Wir hatten beide gleich gut. Leckereien vom heimischen Herd locken auch Christine häufig zu den Eltern. Fehlt Ihnen Mamas Küche? Manchmal. Darum bin ich heute Abend hier. Ja, Mama kocht schon ganz gut. Gelernt ist gelernt. Eine kulinarisch einwandfreie Kinderstube. Unsere Gastgeberin macht Kartoffelsalat. Robin das Dessert und ihr Papa das Gemüse. Also einen ganz bunten Salat auf jeden Fall. Mit abgezogenen Tomaten. Da kommt zerdrückter Knoblauch ein bisschen dran. Hier ein Salatherzen. Chorizo. Boccarones. Das kommt alles zusammen zu einem Salat. Also ich habe zwei. Dann wird schon stimmen. Wolfgang Pade vertraut seiner Mitarbeiterin blind. Verkostet lieber die Zutaten für den Salat. Ohne Abschmecken geht bei ihm gar nichts. Also der ist jetzt schon fast fertig. Aber es ist nur noch durchziehen. Der Kartoffelsalat. Das schmeckt gar nicht ab. Ganz wenig. Ich mache viel mit der Nase. So. Ich muss immer viel riechen. Und natürlich schmecke ich auch mal ab. Aber der Geruch ist immer für mich maßgeblich. Und dann kann ich immer schon feststellen, ist das gut oder nicht. Wenn was gut ist, dann muss ich noch mal probieren, um ganz sicher zu gehen, wie gut das ist. Und dann vielleicht auch noch ein drittes Mal.